Jessica. I'm sorry, May. I was lost in thought. Did you need something? Me? No, I'm fine, like always. But what about you? That guy leading the deliverance is a friend of yours, right? I know we're in a rush, but surely we had time for you to say goodbye. It's fine. That isn't necessary. But Celica... May, I need to reach the Temple of Mila as soon as possible. I know the Mother will reveal a path to save Zofia that doesn't involve violence. I don't know about this, Bowie. Celica's acting all weird. I wonder what happened. Well, can you blame her? I'm sure she's more than a little conflicted. If the Deliverance defeats Desae and drives the Empire back, what next? Zofia will need a ruler, and who better than a boy who cast off tyranny's yoke? What? But Celica's the rightful heir! Yeah, but she can't exactly just go and announce that to everyone. If she did, she'd be made to lead the Deliverance effort herself. Believe me, that's the last thing Celica wants right now. I hate it when you make sense, Bowie. But that just means we have to haul tail to the Temple of Mila. The Earth Mother will know what to do. She'll take care of everything. I pray it's truly so simple. Once we cross this mountain, we'll finally reach the coast. It's a hard climb, but I know we'll make it. Hold. Who's there? Bowie, habt ihr bitte nicht so viel Recht? I'm glad our paths have crossed again. Na, Brüderchen. I hope to properly thank you for helping us. I've no use for thanks. I come bearing a warning. Proceed no further here. What? I must know a reason for this warning. The terrain ahead is loose and prone to failure. Additionally, there are still forces in play who would see you harmed. If you must attain the Temple of Mila, strike west through the mountains. West? But that's where Ulm... You have been warned. Wait, please! And he's gone! Again! I seriously want to know who this creepy mask guy is and why he's following us. As do I, May. But regardless, this makes twice he's aided us. And with that dire warning ringing in our ears, what is your plan, m'lady? Do we follow Mr. Mask's advice and take the western route? That would be quite a detour. Do we have any cause to trust this masked fellow in the first place? Sure, he helped us out before, but that's no guarantee of pure motive. And what was that bit about forces in play who would see you harmed? Is he saying more people are going to turn up and try to kidnap Celica? No. We continue on as planned. I'm not dismissing what he said, but our purpose cannot brook delay. Außerdem bin ich ein Sturkopf. I have faith we can prevail. Besides, even the cleverest trap will betray some sign to a watchful eye. So as long as we continue to be vigilant, we'll be all right. Na, wenn du das sagst. And here she is at last. Do not mistake me for the base fools who came before. My power was bestowed upon me by Jeddah himself. Now go, crush the girl and the pitiful insects accompanying her. You warned me this would happen, and yet I... Do not apologize, but stop allowing petty emotion to cloud your judgment. Your choices steer the fates of more than just yourself. You're right. I can offer no rebuttal. Still,
There's little sense in turning back when you're almost through. The Zofian coast is just ahead. The road beyond should offer safe passage. How can you be certain? My prey were kind enough to use magic potent enough to reveal their location. Stream mal kurz weg. Also, ich habe nicht einen Frame verworfen. Gone again. As sudden as ever. I wish he would at least offer his name. Yeah, talk about your shady characters. Still, I suppose he seems like a decent enough guy. Yeah, well, Mr. Mask seems to enjoy our company. I wager we'll see him again. And you're sure you've got no guess as to who he might be? None. I've no allies left in this world, save the ones I travel with now. Ja, 84 reicht ja auch an sich. Didn't mean to sour the mood. Forget I asked. Außer im Vollbild, da wird's eklig, right. Aber... But back to the matter at hand. The road is well and truly blocked now. I don't think we'll be heading back that way anytime soon. Then it's a lucky thing we've no need to head that direction. Now we couldn't go to Eid Olm even if we wanted to. Milady? It's nothing. We've spent enough time here. Let's press on. Let's go. Whoa! What's that sound? The ground is unstable around here. There must have been another rock slide. Some distance off from the sound of it. We've no worry of harm to our men. That's good. But... A report, sir. A cliff has given way along the eastern ridge. The route to the Zofian coast is blocked. The eastern ridge? That's the direction Celica was heading. Oh, Celica, please be all right. Ah, okay, jetzt spielen wir also wieder mit Arm, ha? Huh? Okay. I've known Python since we were little. We grew up in a tiny town together. My father was a scholar who made a name for himself at our Lord's Manor. Naturally, I thought academia would be my lot in life as well. But I could never quite let go of my dreams of being a knight. So I talked Python into joining the army. Not lucky you have anything better to do. And yes, I knew a commoner like me would never become a knight. But I thought if I fought hard and the king noticed me, then maybe... Ugh, it was foolishness. Still, every time I was about to give up, Python would cheer me on. He'd say, you can't throw in the towel now. That stupid dream is all you've got. Huh? You think he was teasing me? What does it matter? Because of him, I kept at it. And look where I am now. No. A lieutenant in the Deliverance. I couldn't be happier. Siehst du mal, Forster. Siehst du mal. Ne? Läuft doch alles. Läuft doch alles, wenn man nur möchte. Oh. Okay. Stellst du sowohl uns als auch Celicas Gruppen? Das ist mal interessant. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Okay, das ist Allerheiligstes. Jetzt der Wüstenfeste. Yada, yada. Oh. Oh. Verbündete. Yay. Okay. Das ist ein ziemlicher Unterschied an Macht. Ist mir aber egal. Rein da. Jetzt geht das Spiel richtig los. Das finde ich schön. Das finde ich tatsächlich schön. Quiet, everyone. Garth. Must be Garth and his men. Ja, Mensch. Probably best to avoid them. Ja, ich spiele auf normal. But Celica, look. Sicherheitshalber. I take it? Well, give the little guy a prize. You're pretty smart for a foreign lass. In that case, might be ye also know how much coin a pair like you could fetch. Katria, keep your wits about you and do not leave my side. It's those sisters. Oh, cripes, Celica. What do we do? Well, we sure can't leave them to this rabble. Let's go, everyone. Ich habe übrigens gerade mal parallel nach Bildern
von May aus Fire Emblem Heroes geschaut und holy fuck. Holy fuck, Mo, ich kann voll nachvollziehen, was du meinst. Alter. Hat die auf keine Kuhhaut. Warum habe ich eigentlich... Moment, sind... Wo sind die? What? Da drüben, okay. Ich habe hier die zweite Hälfte meiner Truppe vermisst. Aber gut, wenn die da sind, ne, dann, ja, das erklärt's. Das erklärt's. Oh wow, großer Trupp hier, ey. Großer Trupp, der hier beieinander steht. Okay. Verteidigung 4 bis 6. So, damit kann man arbeiten. Und Resistenz quasi keine. Ja. 0 oder 1. Richtig, es ist halt nicht May. So, what the fuck? Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob da nicht einfach irgendwer beim Charakterdesign versehentlich beim Erstellen der Grafiken einfach versehentlich die Oberweite so riesig gezeichnet hat. Fände ich zwar merkwürdig, wenn sowas versehentlich passiert, aber hey, im Zweifel für einen Angeklagten, ne? ja. Hm. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Wait. What? Nein. Das war so nicht geplant. Ups. My bad. Ich wollte kämpfen, nicht verlassen. Schlachtbeginn. Ja. Okay. Oh, stimmt, ich habe jetzt 4 Felder Angriffsreichweite. So böse. So böse, ey. 4 Felder Angriffsreichweite. Ja, das stimmt. Gut, wobei das halt sein kann, das Heroes Artwork ist mehr im Anime-Stil gezeichnet als das Echoes Artwork. Und Anime-Stil sieht alles jünger aus. Aber Heroes mag halt Fanservice und so. Ja gut, das kommt dann wahrscheinlich auch noch mit dazu, ne? Ich würde ja schon gerne hier mit Maiden Kill holen, aber ich bräuchte definitiv auch jemanden, der dann vor ihr steht, um sie zu decken. Und das habe ich gerade nicht. Ja, dann holen wir uns mal hier den Kill, ne? Oder auch nicht, weil wir verfehlen. Och, May. Och, May. Weißt du, da vertraue ich dir und dann sowas. Fülle klingt schon mal nach einer geilen Fähigkeit. Auch wieder. Sie muss ja nicht gleich wieder blaschen. Ja, gut. Wollen sie auch hinbekommen, Heroes? Okay. Ha. In solchen Situationen bin ich relativ froh darüber, dass ich quasi keine Handy-Games spiele, weil ich einfach weil ich es einfach eh nicht hinkriege, mir regelmäßig die Zeit zu nehmen, damit es sich lohnt. Marth, hey, bist ja genau bei der richtigen Spielreihe dabei, ne? Zwar nicht das richtige Spiel, aber bei der richtigen Reihe schon mal. Schön, dass du da bist.
Ja, Viper tankt, wie es seine Aufgabe ist. Was sollte er sonst tun? Okay. Oh, Langspeer. Und ein Crit. Na, warum nicht? Klau mir halt die Erfahrung. Pfö, sag ich. Okay, so. Den kriegen wir auf 13 runter. Dann machen wir doch vorher mal sowas. Schön, ein Feuerzauber. Für ordentlich Schaden. Ja, komm. Stirb einfach. Sterbige. Tja, Garth. So kann's gehen. Alle Level-Ups im heutigen Stream waren ziemlich gut. Das jetzt nicht mehr. So, komm mal her hier. Wollen wir doch mal mit Saber ein bisschen voranschreiten. Und hier mal ein bisschen für ein bisschen Tod und Verderben sorgen. Tod und Verderben ist immer gut. Hab ich gehört. Ja, plus Angriff, okay. Wenn schon nur ein Wert erhöht wird, dann wenigstens der Angriff. Damit gehe ich d'accord. So, gucken wir doch mal, ne? Ja, warum nicht? Warum nicht? Entledigen wir uns. Wir jetzt Bogenschützen. Zack. Sehr schön, Leon. Okay, da hätten wir das. Oh. Zu langsam für einen Double Hit. Okay. Schade. Naja. Trotzdem erstmal schöner Schaden. Evading attacks is easy when you can see what's coming. Ja. Also der Glückswert ist schon mal nicht zu verachten. Ja, komm. Hau mal darauf. Der darf zwar doppelt, aber hey. Bist immer als DLC dabei. Ja gut, das stimmt wohl. So, Nosferatu. Ach, Genny. Ach, Genny. Weißt du, du darfst auch treffen. Ich hab vergessen, dass sie auch über den Fluss können. Ich hab vergessen, dass das ja so ein Ding ist, was auch funktioniert. Naja. Ja, komm. Zack. Brutzel. Yo. Catria crittet einfach mal und kriegt trotzdem nichts geschissen, weil sie zu schwach ist. K-
klaut mir doch nicht immer meine Kills. Was soll denn der Scheiß? Die dummen Drecksäcke, ne? Die dummen Drecksäcke klauen mir ständig meine Kills. Ich krieg's kotzen. Mann. Naja. Ist dann so. Du triffst mal bitte mit beiden Zaubern, ne? Hab ich gehört. Sehr schön, May. Sehr schön. Oh, das bist du. Das bist du definitiv. Stark bist du auf alle Fälle, May. So, sehr gut. Level up für den guten Saber. Hey, Verteidigung. Verteidigung ist eine schöne Sache. Verteidigung passt. So, mal kurz schauen, ne? Ich werde noch 11 runterkriegen. Ja. Jetzt nur die Frage, wer soll die Erfahrung kriegen? Kamui oder Leon? Kamui. Kamui soll mal die Erfahrung für den Kill kriegen. Ist mir gerade ein bisschen lieber. Weißt du, hättest du dich im ersten Schlag kriegen können, dann hättest du keinen Schaden genommen. Immer wieder dieselbe. Immer wieder dieselbe. So, dann schalten wir mal den aus. Sehr schön. Okay. Ja. Großartig, andere Wahl bleibt eh nicht. Okay. Passt. Und dann hier mal noch ein Nosferatu hinterher. In der Hoffnung, dass wir treffen mit 65%. Ja, hey. Mensch. Okay. Ja.